Hallo und herzlich willkommen, hier ist Vegan Feeling und heute haben wir ein wichtiges Thema für euch und das heißt Wasser. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, mit Wasser, und es war auch ein großes Thema in unserem E-Book. Das E-Book hieß ja Schöne Haut, und ein ganz, ganz wichtiger Teil für schöne Haut, glatte Haut, frische Haut, strahlende Haut ist Wasser, und wir haben uns eben, wie gesagt, ein bisschen damit beschäftigt, was Wasser eigentlich ausmacht, was Wasser in unserem Leben quasi für einen großen Stellenwert hat, und haben uns überlegt, wo kommt dann eigentlich Wasser her und ist das gutes Wasser, was wir trinken, oder welches ist die optimalste Form von Wasser, das wir hier überhaupt trinken können? Und da sind wir so ein bisschen fündig geworden und darüber wollen wir euch heute so ein bisschen berichten. Also. Ja, vielleicht erklären wir kurz, warum gerade im Kontext mit schöner Haut Wasser so wichtig ist, weil unser Körper einfach aus 70-80% nur aus Wasser besteht. Genauso wie die Erde besteht ja aus einem großen Teil aus Wasser, so wie die meisten halt Tiere und Lebewesen hier drauf. Wir benötigen einfach Wasser, dass unser Blut gut fließen kann, dass Giftstoffe abtransportiert werden können, und auch ist es ja auch oft so, wenn man Kopfschmerzen hat, dann muss man eigentlich nur genug trinken, dann fließt das Blut auch besser ins Gehirn und man fühlt sich einfach rundum wohler, und das zeigt sich natürlich auch in der Haut. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben bis jetzt immer Flaschenwasser immer gekauft, und an den Tagen, wo das Wasser so langsam dazu neige ging und wir nur noch 2-3 Flaschen hatten, hatte ich immer zu wenig getrunken mit dem Gedanken, ah ja, wir müssen Neues kaufen, wir haben jetzt gerade nicht genug. Und ich habe richtig immer gemerkt, wie das mit meiner Haut ist. Und jetzt versuche ich wieder wirklich immer einfach 3 Liter am Tag zu trinken und merke so, ich fühle mich viel wohler, bin beim Sport auch fitter. Und meine Haut ist natürlich auch irgendwie rosiger, ja, und ist so trocken. Ne? Genau wie du sagst, dass man einfach am Nachmittag einfach, vielleicht gibt es Punkte, wo du sagst, ja, ich bin müde, aber eigentlich habe ich gegessen. Ich habe sehr gut gegessen, weil ich war hochköstlich unterwegs den ganzen Tag. Aber irgendwas ist noch, ich bin irgendwie schlaff, und dann fällt mir dann meistens ein, ach komm, ich trinke mal ein bisschen was. Und dann trinke ich ungefähr so ein Dreiviertel bis Liter und plötzlich, zack, bumm, ist irgendwie wieder alles frisch und frei. Und es ist einfach, das Wasser spült A durch und B hat es, wie du Katrin schon gesagt hat, einfach eine Wirkung, dass dein Blut quasi schneller wieder fließt und dich eben fitter macht wieder. Ich habe jetzt gerade Vitamin B12-Tabletten genommen und die brocken jetzt auf und jetzt habe ich mich dran verschluckt. Genau, ich habe keinen Husten oder so. Kann man an dieser Stelle auch sagen, Vitamin B12 auch super wichtig zu nehmen. Ja. Genau, ja, es ist auf jeden Fall so, und ich merke es auch immer wieder, viele Leute verwechseln ja auch Hunger mit Durst. Also schaut, dass ihr einfach genügend trinkt, auch nicht zu den Mahlzeiten, am besten davor und dann auch eine Stunde danach. Und ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Studien, die nachweisen, oder auch Experimente, die nachweisen, dass dass die Haut sich eigentlich wesentlich verbessert durch genug Flüssigkeitszufuhr von außen. Gab ja diese Frau dann, die so 40 oder sowas war, ja, genau, ziemlich schlecht aussah und 3 Monate lang 3 Liter Wasser pro Tag getrunken hat. Und die sah danach wieder um einiges jünger aus. Die sah nicht wie eine 16-Jährige aus, aber die sah einfach jünger wieder aus und frischer. Und das macht sich schon bemerkbar mit dem Wasser. Genau. Genau, und wir jetzt kurz zu unserer Geschichte, und was wir euch eigentlich auch vorstellen wollen, ist, dass wir ganz lange einen Wasserfilter kaufen wollten, und wir haben immer mit dem Aquion-Filter also der macht das Wasser basisch und dann filtert es natürlich auch aus, Ionisierer, und das war halt so, dass wir es einfach immer so vor uns hergeschoben haben, weil er halt über 2000 Euro kostet, und wir haben irgendwie gedacht, ja, irgendwann leisten wir uns den mal, aber es ist irgendwie nie passiert, und dann haben wir auch mal mit einer Umkehrosmose mal überlegt, aber... Genau. Das ist aber Quatsch, dass, wenn man sich das genau anguckt, ist das alles, das ist totes Wasser und das bringt uns auch nicht mehr Leben oder Lebensqualität. Ja, genau. Das könnte man, die meisten mineralisieren es dann, aber ich habe mir auch immer so, man soll ja auch das Wasser trinken, was einem gut bekommt und was man gerne viel trinkt. Und deswegen hatten wir damals gesagt, eigentlich eine Aquion, das hatten wir schon mal im Restaurant ausprobiert und das hat mir auf jeden Fall sehr gut bekommen. Ich konnte richtig viel davon trinken. Genau, und dann haben wir es eben, wie gesagt, nie gekauft und hatten immer diese Rumschlepperei, und wir hatten immer, mussten immer ganz viel Wasser kaufen. Und wir haben ja teilweise 2 Kisten pro Woche verbraucht. Ja. Und das ist ja das Problem, dass du dann immer wieder neue kaufen musst. Wie Katrin vorhin schon gesagt hat, dann geht es zur Neige, dann ist vielleicht gerade Sonntag oder wie auch immer. Man muss immer schauen, dass Wasser da ist sozusagen, und immer diese Schlepperei, Kisten und so weiter. Wir schaffen gerade unser Auto ab, das heißt, das wäre auch dann so eine Sache, wo kriegt man dann die ganzen... Habe ich auch noch gedacht, so gut, dass wir jetzt einen Filter haben. Ja, und jetzt haben wir eben einen Filter, ganz genau, und der ist super praktisch. Also dieses Aquion-Gerät oder auch Osmose-Umkehranlage, diese großen Anlagen, die sind ja so, dass man die einbaut unter das Spülbecken und dann kommt da quasi ein kleiner Wasserhahn dran und dann kann man das immer raus. Ja. Wir haben uns jetzt aber entschieden, dass, weil wir ja viel reisen wollen, wie ihr vielleicht wisst, wir wollen irgendwo hin, haben wir uns entschieden, so ein Ding zu kaufen, was man quasi überall mit hinnehmen kann. Also was super praktisch ist, was aber jetzt nicht irgendein Pille-Palle-Filter ist, sondern wo wirklich alles so gefiltert wird, dass das Wasser danach optimal in dem Zustand kommt, den wir quasi wollen.
Ja, es ist quasi dann wie Quellwasser, also lebendiges Wasser und auf jeden Fall auch filtert der, also stell dir mal kurz vor, es ist ein Alcala-Filter, die gibt es einmal den Swing, dann den One, die so in dieser Größe sind, der hat halt noch einen Henkel und dann gibt es aber natürlich auch so größere für zu Hause, aber wir haben gedacht, okay, wir sind jetzt demnächst eh viel unterwegs, wir nehmen den einfach mit nach Thailand und haben dann da auch gutes gefiltertes Wasser, was richtig geil ist. Und auf jeden Fall ist es so, dass das eigentlich nur über Schwerkraft geht, man tut Leitungswasser hier rein und dann fließt das hier innerhalb von 10 Minuten ungefähr durch, das ist immer ein Liter Wasser und wir kippen das dann in Kannen um. Und dann gibt es so eine 3-Stufen-Filter. Hier oben ist ein Mikroschwamm drin, dann Aktivkohle und diese Pi-Technologie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, dass er praktisch das Wasser so lebendig macht, so wie Quellwasser, dass es dem ähnelt. Es soll auf jeden Fall Staub und Rost und was so in alten Leitungen rausfiltern, aber auch Medikamentenrückstände und andere schädliche Stoffe. Bis zu, ja, so zwischen, ich glaube, 95% bis 99%. Aber das könnt ihr alles auf der Seite nochmal, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, einfach nachlesen. Uns war es dann einfach so, okay, wir testen jetzt mal. Der ist nicht teuer, so 75 Euro ungefähr. Das ist für uns vollkommen in Ordnung. Und die Filter muss man auch alle 2 Monate nur auswechseln, dann für 12 oder 25 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau. Zu den Fakten, das genau. Ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Also das ist ja super erklärt auf der Seite. Da schaut ihr genau. Einfach mal vorbei bei Alcala. Die blenden wir auch unten ein. Unten in der Infobox ist auch was da. Könnt ihr auch drauf gucken, wie das genau alles funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall, denn das Wasser schmeckt. Ich finde es super lecker. Was ich noch sagen will, es ist auch jetzt gar nicht so wichtig, ob die Filter, wie viel die kosten. Das könnt ihr wirklich alles nachgucken. Das steht auch alles schön minutiös da. Das wolltest du jetzt wahrscheinlich auch gleich sagen. Was so unglaublich ist, dass das Wasser schmeckt und es schmeckt immer noch nach der langen Zeit. Ich habe es nämlich öfters mal gehabt, dass mir Wasser irgendwann dann nicht mehr schmeckt. Mein Körper irgendwie das nicht mehr möchte. Und es schmeckt mir aber immer noch. Und es ist unser Leitungswasser gefiltert. Ja, genau. Das ist bei dir auch so, oder? Das ist auch so. Schmeckt mir sehr gut und ich kann ganz viel davon trinken. Also ich trinke jetzt auch wieder viel, viel mehr. Einfach dadurch, dass man es immer da hat und wir halt auch im Voraus immer es durchlaufen lassen. Also gibt es eigentlich jetzt keine Ausrede, wenn ich mehr 2-3 Liter am Tag zu trinken. Und ich trinke jetzt wesentlich mehr, weil es mir auch so gut bekommt und weil es mir so gut schmeckt. Und darauf kommt es letztendlich an. Das wollen wir euch ja mitgeben. Es ist etwas, was super günstig ist, was auf Reisen mitzunehmen ist und was uns auf jeden Fall super gut tut und gut schmeckt. Wir sind so Leute, die auf Reisen einiges mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich auch einen Mixer mitnehmen und was weiß ich noch alles. Also wir sind da so ein bisschen ausgestatteter. Also wer uns auf Reisen trifft, der kann sich auf einen gut gemixten Smoothie freuen und mit tollem Wasser rechnen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, auch so fürs Keimen und so benutzen wir das Wasser jetzt auch. Ich hab das Gefühl, aber vielleicht auch nur Einbildung, dass unsere Keimlinge dann besser gehen, aber wenn wir es dann vielleicht nochmal ein genaues Experiment machen, dann teilen wir das natürlich gerne mit euch. Genau, das haben wir vor, ne? Wir wollen mal ein Experiment mit Pflanzen. Genau, es gibt auch mit Pflanzen, dass man die gießt und das dann beobachtet und teilweise die halt wirklich besser wachsen, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Aber mir fällt noch was ein, es ist ja diese Blume des Lebens drauf, das ist ja, habe ich auch schon öfters gesehen, auf Filtern und so, weil es halt eine bestimmte Schwingung hat. Man hat ja auch nachgewiesen, dass das Wasser einfach so eine bestimmte Information hat und je nachdem, was für eine Schwingung man mitgibt und dann halt einfrieren, konnte man unter dem Mikroskop dann halt unterschiedliche Formen beobachten und eben diese Blume des Lebens hat halt eine sehr, sehr positive Schwingung oder zum Beispiel hat man auch auf Eiswürfel dann so Wörter wie Liebe oder Dankbarkeit und sowas drauf gemacht und dann wurden wunderschöne Kristalle und bei dem anderen halt, wo man Hass und sowas drauf schrieb, waren dann ganz zerrüttete Muster und so weiter und so fort. Wenn man dran glaubt, wie auch nicht, muss man auch nicht. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Also einmal kann das natürlich sein, das können wir jetzt nicht so überprüfen, haben wir jetzt solche Kristalle oder nicht. Aber was wir überprüfen können, das ist unser Kopf und unser Mind, der quasi sagt, was wollen wir und was kriegen wir. Und das können wir damit eben sagen, dass wir das Wasser ist wichtig für uns und wir führen uns viel Wasser zu. Und dann werden wir auch daran gesunden oder eben eine sehr, sehr gute Vitalität damit haben. Ja, vor allem hat man einen direkten Effekt. Man trinkt einfach ein bisschen mehr, als es sonst tut oder trinkt einfach genügend und schon fühlt man sich ja viel, viel besser. Kopfschmerzen verschwinden, Müdigkeit verschwindet und so. Ja, gut, sind wir am Ende, oder? Wir sind am Ende, genau. Also wenn ihr auch sagt, ihr braucht mal so einen Filter und... Also ich würde auch sagen, zum Geld. Also wir geben wesentlich weniger jetzt aus, weil wir haben, glaube ich, im Monat ungefähr 60 Euro oder noch mehr für Wasser ausgegeben. Ja, das ist... Und jetzt, wie gesagt, müssen wir halt 12 Euro im Monat ungefähr ausgeben für die Filter, ja. Also man muss einfach sagen... Mir war das ja schon immer klar, so einen Filter zu kaufen macht viel mehr Sinn, weil du hast immer Wasser und du musst weniger schleppen und weniger Geld ausgeben, weil du ja nicht immer wieder was kaufen musst. Dass wir das nicht umgesetzt haben, war so ein bisschen ja von uns vielleicht, da haben wir einfach geguckt, weil wir dachten, wir wollen das Optimale haben und das Allerbeste und wussten nicht, was ist jetzt überhaupt das Allerbeste und jetzt haben wir aber so einen guten Filter gefunden, der quasi klein ist, transportabel und alles filtert, was wir wollen, dass es einfach nur eine super Sache ist und ich kann es euch nur empfehlen, jeder, der denkt, oh, immer schleppe ich
Wasser rum oder so. Ja. Jetzt, wenn du jetzt nur Cola trinkst, dann ist das Quatsch. Du brauchst die Cola dann nicht. Dann würde ich aber erst recht sagen, kauf dir so ein Filter und trink mehr Wasser. Ja, ja, das kann ja trotzdem jeder selbst entscheiden. Ich würde dir auch sagen, trink Wasser. Wasser ist das Leben. Und macht das und kauft euch so einen Filter oder gerade die Filter sind jetzt perfekt zum Reißen oder zum einfach schnell zu Hause oder mitnehmen zum Eltern oder sonst wohin einfach. Ja. Und denen das auch mal vorführen zum Beispiel, wie gut das Wasser schmeckt. Genau. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir genug geredet. Genau. Wir finden Wasser super. Ich finde, jeder, der zu wenig Wasser trinkt und mehr von anderen Zeug, sollte sich mal überlegen, warum er das macht und was ihm das bringt. Aber das ist jetzt nur meine Meinung und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt gutes Wasser zu Hause und könnt euch immer gut damit beleben. Und gibt es noch was zu sagen? Nö, gebt uns ein Like für dieses Video und Schaut einfach in die Infobox, wenn ihr Interesse habt. Da ist dann der Link direkt zur Seite. Und ja, genau, dann könnt ihr euch die Filter einfach genau mal anschauen. Es gibt zwei in der Größe und ja, haut rein, trinkt einfach richtig, richtig viel, wenn ihr mehr aus euch in eurem Leben machen wollt. Okay, das war's. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, macht's gut, tschüss. Ciao.